Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die drei Corona-Jahre haben mir das Gesicht einer Gesellschaft gezeigt, das ich mir in meinen schlimmsten Träumen nicht hätte vorstellen können und in einer zivilisierten Gesellschaft für unmöglich gehalten hätte. Jeder Mensch wurde zum Feind seines Gegenüber erklärt und ein soziales Miteinander verboten, geächtet und von staatlicher Seite verfolgt. Gesunde Menschen wurden ihrer Freiheit beraubt, Familien getrennt, Kinder sogar von Eltern isoliert, Pflegebedürftige nicht versorgt und Mutterseelen allein gelassen. Menschen verloren ihren Job oder wurden unter Androhung ihres Arbeitsplatzverlustes zur Spritze genötigt. Es wurde massive physische und psychische Gewalt gegen die Kritiker der Corona-Maßnahmen ausgeübt. Die Gesellschaft wurde durch die Politik im Zusammenspiel mit den Medien aufgeheizt, und es wurde sogar öffentlich zur Denunziation aufgerufen. Jede einzelne Maßnahme war unmenschlich und gegen die Würde der Menschen gerichtet. Es ist deshalb zutiefst heuchlerisch, wenn sich die für die Maßnahmen und die Impfnötigung hauptverantwortliche CDU nun als Kümmerer der Geschädigten hinstellt. Ich zitiere zur Erinnerung Friedrich Merz aus dem Herbst 2021. Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann dann nur noch zur Apotheke, in den Supermarkt und zum Arzt. Kein Ungeimpfter mehr im Büro, kein ungeimpfter Fußballspieler mehr auf dem Rasen, kein ungeimpfter Abgeordneter mehr im Bundestag, kein ungeimpfter Student mehr im Hörsaal. Zitat Ende. Bis heute habe ich kein einziges Wort der Entschuldigung oder des Bedauerns von diesen CDU-Protagonisten gehört, geschweige denn ein Angebot zur Wiedergutmachung und Entschädigung hinsichtlich der verhängten Bußgelder, des Arbeitsplatzverlustes oder der juristischen Verfolgung. Das aber wäre die Grundvoraussetzung dafür, dass Ihnen die Menschen überhaupt einen Funken Ernsthaftigkeit in ihren Bemühungen abnehmen. Nun zum Antrag. Sie haben die vielen kritischen Ärzte und Wissenschaftler ignoriert, die die Nebenwirkung der Injektion genau beschrieben haben, die wir heute vorfinden. Auch wir AfD-Abgeordnete haben Sie in jeder Sitzung des Gesundheitsausschusses auf diese hingewiesen. Sie dagegen haben für die Impfung massiv geworben, bis zuletzt. Sie haben zugelassen, dass kerngesunde junge Menschen teils schwer krank gemacht wurden. Wir haben Sie im Gesundheitsausschuss auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass bei diesem hohen Risiko jedes andere Medikament längst vom Markt genommen worden wäre. Und das ist genau die notwendige Forderung, die nun gestellt werden muss: die Aussetzung der mRNA-Injektion, bis weitere Erkenntnisse vorliegen. Parallel dazu ist eine umfassende Betreuung und Versorgung der Geschädigten notwendig, die wir schon vor fast einem Jahr in unserem eigenen Antrag mit dem Titel Impfnebenwirkungen aufklären und ernst nehmen für dringend notwendig erachteten und den Sie alle von ganz links bis zur CDU abgelehnt haben, weil Ihnen Parteipolitik wichtiger ist als das Leid der vielen Betroffenen. Mögen es die Wähler bald erkennen. Und nun möchte ich noch ein paar Worte an Herrn Ullmann richten, der mich nach meiner Rede zum WHO-Antrag persönlich beleidigte. Eigentlich wollte ich mich nicht auf so ein niedriges Niveau begeben, aber manchmal muss es halt sein. Herr Ullmann, ganz ehrlich, was interessiert es eine deutsche Eiche, wenn sich ein kastrierter Eber daran reibt? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Linda Heidmann hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.